In den 1920er bis in die späten 50er Jahre waren Hillclimb- und Rennsportveranstaltungen in Großbritannien ein äußerst beliebter Freizeitspaß für Zuschauer und Fahrer. Aus allem, was vier Räder hatte, wurden sogenannte Specials aufgebaut. Das waren ein- oder zweisitzige Rennsportwagen. Besonders beliebt waren die ab 1932 von der Austin Motor Company gebauten Austin 10. Das kleine Mittelklassefahrzeug schloss die Lücke zwischen dem Austin 7 und dem Austin 12. Erkennbar sind die frühen Austin 10 an der flachgestellten Kühlermaske mit dem geflügelten Austin-Logo an der Front. Gebaut wurden die 10-Modelle vor allem als viersitzige Limousinen. Der hier gezeigte Special Racer wurde auf dem Chassis einer solchen Limousine aufgebaut. Die windschnittige Karosserie ist speziell gefertigt. Dieses Chassis ist für einen Special Racer besonders gut geeignet, denn das X-Träger-Fahrgestell ist zwischen den Achsen ca. 70 mm abgesenkt. Dadurch liegt der Schwerpunkt tiefer, was für eine gute Straßenlage spricht. Unter der Motorhaube arbeitet ein seitengesteuerter 1125 Kubik Reihenvierzylindermotor mit annähernd 25 PS. Durch das extrem leichte Gesamtgewicht ist der Wagen trotz dieser Leistungszahlen ein wirklich wendiger Flitzer. Maximal erreicht der Austin 10 Special Racer eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 100 km pro Stunde. Ein Vierganggetriebe überträgt die Kraft über eine frei hängende Kardanwelle auf die Hinterachse. Alle vier Räder sind an Halbelliptikfedern aufgehängt. Der Austin 10 wurde in verschiedenen Serienmodellen bis 1947 gebaut. Da er extremen Fahrspaß bietet, gab es auch später immer wieder umgebaute Specials.